Das Jahr 1286 in Helsingborg. König Erik Klipping, der V. von Dänemark, wird am 22. November ermordet. Niemand weiß bis heute genau, wer es war, jedoch wurden noch in derselben Nacht mehrere Adelige unter Verdacht gestellt und direkt vogelfrei erklärt. Doch Konsequenzen trug das ganze Land. Sein Thronfolger Erik VI. Von Dänemark war gerade mal 12 und nach einer kurzen Übergangsregentschaft durch Waldemar IV. Von Schleswig wurde Erik im Alter von nur 12 Jahren tatsächlich auch zum König von Dänemark gekrönt. Durch die Macht und Stärke der Krone Dänemarks. Durch die Macht und Stärke der Krone Dänemarks. Da schwöre ich bei allen heiligen Männern. Bei alle heilige Mänd oder zu Deutsch bei allen heiligen Männern brachte König Erik seinen Titel Mendved ein. König Erik Mendved VI. Von Dänemark war geboren. Beziehungsweise entstanden, beziehungsweise gekrönt. Er war König, okay? Mit der Macht über die Krone Dänemarks lag ihm sehr viel Verantwortung im Schoß. Zu viel Verantwortung für einen Minderjährigen. Denn anstatt seinem sowieso schon an Hungersnot und Geldknappheit leidenden Volk zu helfen, kassierte er viel Steuern und investierte diese nicht in sinnvolle Dinge, sondern zu seinen eigenen Gunsten. Zahlreiche prunkvolle Feste, Festmähler und anderes wurde die meiste Aufmerksamkeit des Königs geschenkt. Unter dem dänischen Volk hasste man den König. Dazu kam die zu diesem Zeitpunkt abnehmende militärische Stabilität des Landes, dadurch, dass König Erik Mendved einfach inkompetent war. Viele Feinde machten sich bemerkbar, darunter unter anderem Rostock, Norwegen und weiteres. Zunächst sah der König töricht darüber hinweg und konzentrierte sich weiterhin auf seine Festspiele. Als die Situation sich jedoch zuspitzte und das Volk immer aufsässiger wurde, traf er eine einschneidende Entscheidung. Der königliche Baumeister wurde beauftragt, eine uneinnehmbare Festung zu entwerfen. Der Baumeister allerdings warf ein, dass man hierzu einiges an Bauarbeitern bräuchte und die auch noch alle bezahlt werden müssen. Habe ich euch gesagt, dass ihr sie bezahlen sollt? Sprich! Das nicht, mein König. Dann tu du deine Arbeit. Das Bezahlen kümmere ich mich schon. Und nun hör zu. Groß soll sie sein. Sehr groß. Für den Bau der großen neuen Festung am Öresund wurde das letzte Geld Dänemarks ausgegeben. Hoch oben über Helsingborg auf einem Berg thronte die Festungsanlage. Mehrere Verteidigungswälle, hohe Mauern, einen Graben drumherum, alles war dabei. In der Mitte über allem sollte allerdings der große Bergfried der Anlage thronen. Der Kern der Festung, oder auf Schwedisch Kärnan. Erik Mendved wollte, dass der Kärnan als uneinnehmbarer Rückzugsort der königlichen Familie diente und beauftragte den königlichen Baumeister, die sicherste Festung zu bauen, die es jemals geben wird. Durch den Baumeister eingeplant waren zahlreiche Schutzvorkehrungen, Geheimgänge, Waffen, der allererste Fahrstuhl der Welt und falls alles schiefgehen sollte, sogar noch ein speziell entworfener königlicher Fluchtmechanismus. Der Baumeister versicherte seinem König, dass es nahezu unmöglich sein wird, diese Festung einzunehmen. Wenn starke Kämpfer da sind, wird sie schwerlich zu erobern sein. Und wenn nicht, riskierst du meinen Tod? Es wäre das Letzte. Gott beschütze meinen König. Ich will eine uneinnehmbare Festung. Hast du verstanden? Ich habe verstanden. Die Festung war gebaut und das war auch dringend nötig, da nicht nur Feinde von außen, sondern auch das eigene Volk sich gegen den König auflehnten. Er brauchte den Kärnan dringend zum Schutz. Wieder und wieder versicherte ihm der Baumeister, dass der Kärnan so gut wie uneinnehmbar war. Aber so gut wie reichte Erik nicht. Also kramte der Baumeister aus den hintersten Ecken seines Ateliers, aus den Kellern der Dunkelheit, einen alten Bann hervor. Eigentlich würde der Baumeister von etwas so Gefährlichem niemals in der Gegenwart seines Königs sprechen. Jedoch beschwichtigte ihn der König und sagte, komm, erzähl mir schon von diesem Bann. Würde er den Kärnan wirklich unbesiegbar machen? Das würde er. Aber passt auf, die Wirkung der alten Schriften ist groß, doch ihr Preis ist oftmals viel größer. Herr mit dem Schwur und den Preis werde ich bezahlen, erwiderte der König. Er rollte das uralte Bannpergament auf und sprach Wort für Wort, Zeile für Zeile alles nach, was dort geschrieben stand. Und mit jedem Wort, was der König sprach, löste sich ein Teil seiner Seele von seinem Körper und band sich an den Kärnan. Der Schwur endete mit bei allen heiligen Männern und Erik war alt und blass. Innerhalb der nächsten 2 Tage starb König Erik Mendved VI. Von Dänemark, aber der Schwur hatte funktioniert. Seither vermochte niemand den Kärnan auch nur anzurühren. Er war unbezwingbar. Schwur des Kärnan.
700 Jahre später und der Hansapark in Sierksdorf, Schleswig-Holstein entscheidet sich, eine neue Achterbahn zu bauen. Man holt sich für die 2015er Neuheit, wie schon bei vielen anderen Projekten in der Vergangenheit, die Firma Gerstlauer und baut zusammen die größte Achterbahn, die Gerstlauer jemals gemacht hat, die größte Achterbahn in Deutschland und die zweitgrößte Achterbahn in ganz Europa. Letzterer Rekord wurde mittlerweile von den beiden Achterbahnen Red Force und Hyperion übertroffen, dennoch ist der Schwur des Kernern bis heute eine der beeindruckendsten Dinge, die es gibt. Der komplette Park ist speziell auf die Hanse ausgelegt und vorherige Attraktionen wie zum Beispiel auch der Flug von Novgorod hatten ebenfalls eine Thematisierung nach einer Hansestadt. Eine alte Legende aus einer Stadt mit Hafen. 2015 wollten sie das wieder tun und holten sich eine schwedische Hansestadt. Man kannte die Geschichte des Kernern in Helsingborg und die Legenden, die diesen Turm umwogen. Der Hansapark nahm sich diese Legenden, dichtete ein paar Dinge dazu und baute eine komplette Achterbahn nach dieser Geschichte. Richtig, den Turm aus der Story von Kernern gibt es tatsächlich in echt. Und auch alles, bis auf den Schwur, was ich vor dem Intro erzählt habe, ist tatsächlich historisch belegt. Meines Wissens nach ist der Schwur des Kernern die einzige Achterbahn auf der Welt, die so etwas hat. Als der Hansapark sich im Jahr 2009 Fluch von Novgorod baute, setzte er auf einen Gerstlauer Eurofighter mit Launch und Vertikallift. Die Bahn kriegt grüne Schienen und wird sehr, sehr storylastig. Zuerst gibt es einen Dark Red Part und in der Mitte der Fahrt gibt es noch einen Vertikallift, ebenfalls mit Dark Red Elementen. Dieser befindet sich auch indoor. Der Schwur des Kernern teilte schließlich einige Charakteristiken mit Fluch von Novgorod. Beide haben Schienen in demselben Farbton, beide von Gerstlauer, beide mit kurzen Zügen, beide haben einen Vertikallift, der sich auch noch indoor befindet. Beide haben eine riesige Storyline und sie stehen halt einfach beide im gleichen Park. Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte der Park einfach Bock gehabt, nochmal dieselbe Achterbahn zu bauen, weil sie ja so gut angekommen ist, aber diesmal mit einer anderen Geschichte. Aber Kernern und Fluch von Novgorod haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Fahrcharakteristiken und unterscheiden sich auch in der Story sehr stark. Die Bahnen ergänzen sich schon sehr gut, trotz dessen, dass sie auf den ersten Blick ziemlich ähnlich wirken. Kernern ist nochmal was ganz Neues. Der Bau des Monsterprojekts im hinteren Bereich des Parks begann 2014 und streckte sich durch das ganze Jahr. Zuerst zog man die Grundmauern des Turms hoch, welcher später Kernern nachbilden sollte. Der echte Kernern in Helsingborg ist 35 Meter hoch, der Nachbau im Hansapark soll fast 80 Meter hoch werden. Bedeutet, das Replikat ist nicht wie normalerweise so ein bisschen kleiner, sondern einfach mal mehr als doppelt so groß wie das Original. Der Vertikallift der Achterbahn wird nach Fertigstellung des Turms in kleinen Stücken von oben in den noch offenen Turm reingehoben. Per Kran. Ein großes Problem dabei war, dass an der Ostsee öfters das Wetter mal etwas stärkeren Sturm mit sich bringt. Zu stark, als dass der Betrieb von so hohen Kränen bei diesem Wetter erlaubt wäre. Eventually hat man es hingekriegt, die Achterbahn bis zum Sommer 2015 fertig zu bauen und auch zu eröffnen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt bis auf die reine Achterbahn selbst kaum noch etwas anderes vorhanden. Die komplette Thematisierung des Schwur des Kernern wurde in den nachfolgenden Jahren bis zum Jahr 2019 immer weiter erweitert. Stück für Stück. Zur Eröffnung war das komplette Gebäude mitsamt dem Turm immer noch im Rohbaustadium. Im Laufe von 2016 und 17 wurde das Ganze dann thematisiert. Genau wie der Indoor-Bereich, der zu dem Zeitpunkt der Eröffnung auch einfach nur ein hässlicher Rohbau war. Der Indoor-Bereich des Gebäudes, gerade die Warteschlangen, sind mittlerweile fast perfekt thematisiert. Allerdings wurde einiges, was auf alten Artworks zu sehen ist, an Outdoor-Thematisierung ausgelassen. Zum Beispiel dieses Gebäude hier, wo die Achterbahn durch und drüber diven sollte. Dieser See da hinten mit dem Rockwork und alles. Das wäre schon echt cool gewesen. Nevertheless haben wir ein absolutes Thematisierungsmonster bekommen und sollten uns deswegen wirklich glücklich schätzen. Der Bau der kompletten Attraktion wie auch die Story und weiteres wurden auf dem YouTube-Kanal, der einfach Kernern heißt, festgehalten. Er wird offiziell vom Hansapark betrieben. Aber genug davon. Beschäftigen wir uns doch jetzt einfach mal bis ins kleinste Detail damit, was einen zu erwarten hat, wenn man es wagt, den Schwur des Kernern zu besiegen. Beziehungsweise es versucht. Egal wo man sich im Park befindet, auf dem Parkplatz, selbst im benachbarten Dorf sieht man einfach nur diesen massiven, gigantischen Riesenturm. Dieses Bauwerk gehört ganz simpel einfach zu den beeindruckendsten Dingen, die ich jemals gesehen habe und dieses fette Schienenknäuel ist auch nicht besser. Was ist das? Das sieht so krass aus. Wenn man das erste Mal in seinem Leben hier drunter steht, wird man auf jeden Fall weggehauen sein. Das ist einfach nur majestätisch und sogar etwas einschüchternd. Man hat mittlerweile den Themenbereich die Reiche des Nordens betreten. Entweder von Mexiko aus, der Übergang ist etwas weird, oder von vorne aus und ist schon an dem riesigen Terrain Coaster Part von Kernern vorbeigelaufen. Vielleicht hatte man Glück und hat die Bahn schon einmal fahren sehen, was wegen dem enorm langen Lifthill nicht oft passiert, und konnte beobachten, mit was für unrealistischem Momentum die Bahn durch das Layout rast. Seriously, das sieht von außen beeindruckender aus als von innen. Man geht etwas weiter geradeaus auf den Turm zu und kommt, bevor man ganz angekommen ist, am Eingang vorbei. Einfach ein kleines unscheinbares Holzhäuschen, was mitten im Nichts steht, mit dem schönen Logo drauf, aber es passt auf jeden Fall. Hier steht dann auch die Wartezeit und daneben befindet sich ein Testsitz. Man biegt rechts ab und geht durch einen mit Staketenzaun abgetrennten Weg weiterhin auf den Turm zu.
parallel zum Midway. Wenn man nun quasi den Turm erreicht hat, biegt man dann nach links und läuft parallel zum Turm. Was krass ist, man steht jetzt halt direkt, und ich meine direkt unter dem Turm und unter dem Drop. Wenn man direkt hochguckt, kann man von hier aus auch sehr gut sehen, dass der Drop tatsächlich nicht parallel zum Turm runterkommt, sondern ein bisschen schief nach rechts fährt. Also quasi twistet sich der Drop nicht um 90 Grad, sondern ein bisschen weiter. Der Turm, in dem sich der massive Vertikallift Hilde Achterbahn befindet, ist von außen heutzutage komplett mit Backstein ausgekleidet. Die Wand selber besteht nicht aus Backstein, sondern es sind nur kleine Scheiben sozusagen, die draufgeklebt wurden mit Mörtel, aber es sieht auf jeden Fall sehr authentisch und sehr cool aus, auch vom Nahen. Man bewegt sich nun weiter auf die nachgebaute Festungsanlage zu und betritt zunächst eine Art Brücke bzw. einen Aufgang, der unter einem Tor durchführt. An den Seiten in den Wänden kann man schöne Details erkennen, Türen, geheime kleine Wege unten. Natürlich der Torbogen selbst auch sehr cool gemacht. An den Seiten ist eine Burgmauer. Links neben einem steht der Gerslauer Skyfly Kernapulten, welcher als eine Art Katapult, welches die Festung verteidigen soll, thematisiert ist. Also sozusagen ist dieser Flatride Thematisierung für Kernern. Während man nun langsam diesen Aufgang hinter den Burgmauern emporsteigt, setzt ein weiterer essentieller Teil der Storyline ein. Die Geschichte geht wie folgt. Wir sind eine Gruppe Touristen, die heutzutage in Schweden unterwegs ist. Wir sind heute hier beim originalen Kernern, um den Turm zu besichtigen. Der Bergfried ist heutzutage ein Museum, wie man es von verschiedenen anderen Schlössern zum Beispiel auch kennt, dass man halt durchgehen kann und da alles ziemlich authentisch nachgebaut ist. Wir sind heute also da und überall auf dem Weg in den Turm rein hängen Werbebanner und Plakate über die neuartige Entdeckung im Turm. Das Bannpergament, das Papier, von dem König Erik Menved angeblich den Schwur abgelesen haben soll. Wir sind ahnungslose Museumsgäste und freuen uns natürlich darüber, dass das Bannpergament genau an dem Tag, an dem wir zufälligerweise dieses Museum besichtigen wollen, wieder aufgefunden wurde. Doch dieses Stück Papier hat eine ziemlich dunkle Hintergrundstory. Und um diese zu erläutern, kommt tatsächlich noch einmal Fluch von Novgorod ins Spiel. Kurz nachdem König Erik Menved verstarb, wurde ein Anhänger von Lödigs Kult, eine der Protagonistengruppen von Fluch von Novgorod, von der dänischen Krone gefangen genommen und in die Verliese des Kernern gesperrt. Er fleht um Erbarmen, da er nach seiner Aussage nichts Verwerfliches getan habe. Plötzlich spricht eine geisterhafte Phantomstimme von Erik Menved zu ihm und beschuldigt ihn, ein Dieb zu sein. Er wollte das Bannpergament klauen. Der Insasse antwortet jedoch damit, dass er es nur zurückholen wollte, denn seine Bruderschaft in Novgorod waren die eigentlichen Urheber des Bannpergaments. Sie haben es erschaffen. Der eigentliche Dieb war Per Ollendorp, weiterer Hauptcharakter von Fluch von Novgorod, ein Händler, der das Bannpergament gestohlen und an den Kernern verkauft habe, beziehungsweise an den Baumeister des Kernern. Per Ollendorp ist allein daran schuld, dass das Bannpergament verschwunden ist, und er wollte es lediglich zurückholen. Aber es ist zu spät. Die Formel wurde ausgesprochen, erwiderte König Erik. Sieh, was es aus mir gemacht hat. Als ein Schatten meiner selbst bin ich in diese Mauern gebannt und kann den Kernern nicht mehr verlassen. Wir erinnern uns, er hat den Bann aufgesagt und wurde Stück für Stück in den Kernern verbannt. Seine Seele soll als Strafe für seine Taten für immer im Turm schmoren. Zusammen mit den Seelen, die versuchen, den Turm anzugreifen und kläglich scheitern. Denn der Kernern ist jetzt unbezwingbar. Die Überreste von Eriks Seele geistern als eine Art Dämon herum, der den Kernern besessen hat. Gegen seinen Willen. Nun sucht er den Insassen heim und ergreift Besitz von ihm. Aus nur einem Grund. Um sich an Per Ollendorp dafür zu rächen, dass er an dieses Bannpergament kommen konnte und den Schwur aufsagen konnte. Er macht sich in dem Körper von dem Rödig-Anhänger auf den Weg, um die komplette Familie von Per Ollendorp auszulöschen. Und hier setzt die Story von Fluch von Novgorod ein. Man darf mit dieser Information durchaus davon ausgehen, dass der Kreml in Novgorod ebenfalls mit dem Schwur des Kernern belegt wurde, um diesen vor Volkovs Geist zu beschützen. Volkov ist der Antagonist bei Fluch von Novgorod. Das bedeutet, Fluch von Novgorod könnte eigentlich auch der Schwur des Novgorod heißen, da es eigentlich im Prinzip um denselben Bann geht. Back to Kernan. Oben auf der Burgmauer angekommen ist es nicht nur meist sehr windig, sondern es gibt auch einen kleinen Kettlepen. Eigentlich keinen wirklichen, man geht nur einmal um dieses komische Häuschen herum und am Ende halt in das Häuschen rein. Bevor man allerdings in das Häuschen reingeht, macht man seine erste Begegnung mit den Kernan Museum TV Bildschirmen. Es sind im Prinzip Bildschirme, auf denen ganz kleine Kurzdokus laufen, die einem helfen, die Story zu verstehen. Ich finde, die sind eigentlich dafür, dass die wirklich nur für diese Achterbahn gemacht wurden und keine echten Dokus sein sollen, sehr gut gemacht, entertainen auf jeden Fall und helfen dem normalen Parkbesucher, die Story zu verstehen, weil er sozusagen dazu gezwungen wird, sich damit zu beschäftigen. Daher kommt auch das Videomaterial, was ich am Anfang benutzt habe, als ich die Vorgeschichte umrissen habe. Man geht nun um die Ecke und eine Treppe nach unten ins Innere des Kernan-Museum. Nicht nur ist diese Treppe mega cool indirekt mit LEDs beleuchtet, sondern hier hängen auch weitere Bildschirme von Kernan Museum TV. Aber an dieser Stelle sind es einfach viel zu viele. Like, look at it. Wäre nicht einer genug gewesen? Also,
Völlig zu Recht fällt dir des Öfteren auch der Witz, dass wir jetzt im Mediamarkt angekommen sind. Geradeaus sehen wir noch ein paar Informationstafeln zum Bann-Pergament mit seinem super coolen Bann-Symbol, dieses Unendlichkeitslogo mit der Krone obendrauf. Dieses mystische Symbol hat auch eine Art Wiedererkennungswert in der Attraktion und findet sich auch an den unterschiedlichsten Stellen wieder. Diesen unterschwelligen Touch vom Park, der nur den Leuten, die wirklich hingucken, auffällt, finde ich persönlich richtig cool. Dieses Symbol ist auch mega geil und wenn ich mir irgendwann mal irgendwas tätowiere, dann auf jeden Fall das. Bevor wir jetzt weiter ans Innerste des Kernhahn vordringen, sei noch kurz erwähnt, dass während der globalen Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 der folgende Teil der Warteschlange nicht begehbar war und man durch dieselbe Tür, die früher auch für die inzwischen nicht mehr vorhandene Single-Rider-Warteschlange genutzt wurde, in den zweiten Pre-Show-Raum geleitet wurde. Mittlerweile erlebt man allerdings wieder die komplette Queue-Line, zum Glück, und das ist genau das, was wir jetzt machen werden. Zumindest virtuell. Der Indoor-Bereich von Kernans Warteschlange repräsentiert eine Art Museumsrundgang in diesem Kernan-Museum. Also quasi jeder Raum, den man früher in diesem Turm gefunden hätte, aufbereitet, sodass der Museumsgast sehen kann, wie sich das hier vor 700 Jahren verhalten hat. Originalgetreu. Man findet dazu auch echte Informationstafeln an den Wänden, wenn man genau hinguckt, wo auch wirklich Informationen über diese Räume draufstehen, die auch historisch korrekt sind. Es ist halt wirklich im Essentiellen einfach ein Museumsrundgang, den man jetzt durchgeht. Allerdings in etwas dunkler und atmosphärischer. Der erste Raum, in den man nach dem Herabsteigen eintritt, ist der Thronsaal. Ein relativ kleiner Thronsaal, hier steht halt, wie man sich vorstellen kann, der Thron. Ein Gemälde von König Erik Menved hängt an der Wand und unten sind halt Schaukästen, in denen zum Beispiel der Reichsapfel, die Krone und auch das Zepter von dem König zur Schau gestellt sind. Wie in einem echten Museum halt. Dieser Raum ist nicht nur generell einfach schon sehr cool gestaltet, auch mit den Fenstern und auch dem dänischen Königswappen zum Beispiel, sondern beherbergt auch die erste Pre-Show von dreien. Es handelt sich bei dieser um eine dieser Pre-Shows, die immer so nebenbei sich die ganze Zeit wiederholen. Das heißt, man wird nicht in Gruppen unterteilt und muss in diesem Raum stehen bleiben, sondern sie läuft nebenbei in der Warteschlange immer wieder. Dennoch muss ich sagen, dass das hier wahrscheinlich mein Favorite von den dreien ist. Vor allem aufgrund der Dramaturgie. Außerdem auch die Nutzung verschiedener Tracks des wirklich sehr kranken Soundtracks, über den wir am Ende nochmal separat reden. Eine wirklich sehr, sehr wichtige Sache, um diese Attraktion richtig zu fühlen, der Soundtrack. An einem stillen Feiertag Kernan zu fahren, ist wie blind ins Kino zu gehen. Der Ablauf eines Zyklus der ersten Pre-Show ist nun wie folgt. Unter Fanfaren des Soundtracks Königlicher Empfang begutachten wir zunächst den Thron, die Ausstellungsstücke, das Gemälde an der Wand, vieles mehr, darunter auch das Bannpergament, welches hier an der Wand aufgehängt ist, und freuen uns des Ganzen. Alles scheint normal, die Musik läuft fröhlich weiter, bis plötzlich Schlag auf Schlag alles etwas ruhiger wird. Misstrauen erweckende Musik ist zu hören und jegliches Licht im Raum geht aus, bis auf den Beamer, welcher das Bannpergament an die Wand strahlt. Die komplette Aufmerksamkeit im Raum aller Menschen liegt nun auf diesem an der Wand hängenden Stück Papier, welches mit Runen beschrieben ist. Und langsam, während das Pergament grün umrandet wird, scheint es so, als würden die Runen anfangen, sich zu bewegen. Und plötzlich, auf einen Schlag, hebt sich das Bannsymbol, welches oben auf dem Pergament abgebildet ist, dreidimensional hervor und es strömen grüne Schleier aus ihm heraus. Die Runen, aus denen der Schwur ausgeschrieben besteht, formieren sich und folgen diesen Schleiern über die Wand. Sie kriechen entlang des Raumes über das Porträt von König Erik Menved und befallen es. Sie wandern immer weiter und weiter nach vorne, bündeln sich zuletzt alle zusammen in einen einzigen großen Strahl und kriechen den Thron hinauf. Schlagartig erleuchtet das Bannsymbol auf dem Thron, die Fenster zerklirren und es blitzt und donnert, was das Zeug hält. Während die Runen des Banns über den Raum kriechen, ertönt das Signature, nennen wir es böse Theme von Kernan. Also immer wenn irgendwas sichtlich schief geht, kommt dieses. Es wird noch ein paar Mal vorkommen während der Attraktion, aber das hier ist die erste Begegnung mit diesen terrorisierenden, immer tiefer werdenden drei Tönen, die sich einfach nur immer wieder wiederholen und trotzdem eine so große Wirkung haben. Nach der ganzen Prozedur geht das Licht im kompletten Raum langsam wieder an und ein Teil des Soundtracks, welcher so ein bisschen eine Art Nachbeben-Feeling gibt, ertönt. Danach beginnt das Ganze mit den Trompetengeräuschen wieder von vorne. Natürlich ist diese Pre-Show maximal dramatisch, episch und einnehmend, aber darüber hinaus auch noch sehr, sehr immersiv gemacht. Man sieht nirgendwo überhaupt, dass die ganze Scheiße nicht komplett real ist. Erstmal das Set, also die Kulisse, die hier gebaut ist, ist komplett perfekt. Die Decke ist thematisiert, der Boden ist thematisiert, jeder Prop sieht realistisch und echt aus. Dann noch die ganzen Lampen, die zum Beispiel den Thron anleuchten oder auch das Bannpergament auf die Wand projizieren, das Gemälde von König Erik Menved anstrahlen. Alle diese Projektoren / Lampen sind gut in Fenstern auf der anderen Seite des Raumes versteckt, sodass man sie nicht mal sehen kann, wenn man weiß, dass sie da sind. Das einzige, was ich an diesem Raum kritisieren würde, ist, dass das Bannpergament vielleicht ein bisschen höhere Auflösung haben könnte. Aber das ist jetzt auch nicht so ein essentieller Kritikpunkt. Jetzt an die Interpretation bzw. was genau in dieser Pre-Show passiert ist.
Alles sieht normal aus, es ertönen glückliche Fanfaren und der König wird bejubelt. Es scheint nach einem normalen Alltag, doch plötzlich kommt das Bannpergament, welches eigentlich im Hintergrund stand, in den Vordergrund und macht sich langsam breit. Je mehr es sich breit macht, desto mehr rückt es in den Vordergrund und wird zum Hauptaugenmerk. Zuerst kriecht es über das Porträt des Königs als sinnbildliche Darstellung des Königs selbst und durchkreuzt ihn einmal komplett. Der Bann will präsentieren, dass er mühelos König Erik Manved umgelegt hat. Es läuft über den Boden auf den Thron über und der Thron fängt an zu leuchten. Der Thron steht unter dem Schwur des Kernan und damit will der Bann repräsentieren, dass nun auch der komplette Turm reaktiviert unter dem Schwur des Kernan steht. Ganz einfach, ein Thron ist dafür da, um die Macht eines Königs zu unterstreichen bzw. darzustellen und ein König beherrscht den ganzen Turm. Wir als Museumsgäste wissen erstmal nicht, was wir mit diesen merkwürdigen Vorkommnissen anfangen sollen und werden erst sehr viel später herausfinden, dass der Bann uns gedroht hat. Er wollte quasi sagen, entweder ihr geht jetzt oder ihr geht gar nicht mehr. Doch dazu, im weiteren Verlauf der Warteschlange, wenn die Story weitergeht, einiges mehr. Was ich gerade erklärt habe, war lediglich meine Interpretation der Pre-Show, allerdings finde ich sie relativ einleuchtend und wüsste auch nicht, was man da sonst rein interpretieren sollte. Es gibt keine offizielle Interpretation, nach der man sich richten kann, und es wird auch noch einige Male bei der Story von Kernan vorkommen, dass es gewisse Lücken gibt, wo man sich selbst etwas ausmalen soll. Ich werde es einfach so erklären, so wie ich das Ganze sehe. Im gesamten Warteschlangenkonstrukt ist die Musik sehr, sehr basslastig, was die bedrückende Atmosphäre nicht nur sehr gut unterstützt, sondern alles auch noch deutlich epischer macht, meiner Meinung nach. Was den Thronsaal angeht, ist der Bass zum Beispiel in der letzten Treppe, bevor man in den Thronsaal hinuntersteigt, besonders krank stark und fast schon viel zu viel. Also es ist so an dem Punkt, wo man die Musik nicht mehr hört, sondern nur noch alles vibriert. Liegt, denke ich mal, an der Statik, dass sich an diesem Punkt alles so komprimiert. Man lässt den Thronsaal nun hinter sich, hat, wenn man Glück gehabt hat, die Pre-Show ein-, zweimal gesehen, während man hier stand, und begibt sich weiter auf dem Weg ins Innerste des Kernan. Der nächste Raum ist die königliche Küche, nachgebaut, so wie sie früher mal war. Ein eher kleinerer Raum mit ein paar Regalen, an denen sich Speisen befinden, Teller, Kochtöpfe hängen an der Wand, ein paar Lampen, die ein bisschen flackern. Der Notausgang, welcher an der Seite hinten versteckt ist, besteht aus Holz und es steht auch noch königliche Schlafgemächer drauf als Thematisierung. Am Ende der Küche befindet sich ein kleinerer Durchgang, über dem eine Krone abgebildet ist. Es wirkt fast wie eine Art Geheimgang und natürlich gehen wir mit unserem Tourguide da durch, um den Kernan komplett zu erkunden. Also in der Story, wir haben natürlich keinen Tourguide, während wir durch die Warteschlange gehen. Der nun folgende Geheimgang ist wirklich mies eng und löst safe Klaustrophobie bei vielen Leuten aus, sowie wahrscheinlich die ganze Warteschlange, aber besonders dieser Geheimgang. Trägt aber, wie meistens, auch sehr gut zur Atmosphäre bei dadurch. Ist halt wirklich cool gemacht. Am Ende dieses Geheimgangs findet sich der nächste storytellende Aspekt in Form eines weiteren Bildschirmes. Wir sehen nun einen Archäologen, welcher Ausgrabungen im Inneren des Kernan tätigt und über ein Funkgerät mit unserer Tourguidin kommuniziert. Er sagt ihr, dass sie ihre Tour woanders im Kernan weiterführen sollte und nicht an dieser Stelle weitergehen sollte. Die Gänge hier seien einsturzgefährdet und wurden gerade erst heute Morgen freigelegt. Man hat sie noch nicht ausgiebig inspizieren können und weiß nicht genau, wie sich das hier alles verhält. Naja, aber die Touristen finanzieren uns nun mal und haben Eintritt bezahlt, deswegen sollten sie auch das kriegen, was sie wollen. Mit diesem Argument kommt sie um die Ecke und er, auch wenn er weiterhin skeptisch ist und uns auch noch beleidigt, gibt sich schließlich geschlagen. Allerdings müssen wir alle unsere losen Gegenstände abgeben, da es sonst hier viel zu gefährlich wäre, wenn man an den scharfen Kanten hängen bleibt. Darüber hinaus ist der Gang einsturzgefährdet und man kann nicht so schnell abhauen, wenn man zu viel Scheiße an sich trägt. Wunderbar eingearbeitet, dass man seinen ganzen Kram vor der Fahrt ablegen muss, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir erfahren, dass auch der Gang, durch den wir gerade von der Küche hierher gekommen sind, gerade erst heute Morgen freigelegt wurde bei einer großen Erschütterung. Keiner weiß, woher das kam und der Archäologe, Magnus heißt er im Übrigen, spottet auch die ganze Zeit seltsame Sachverhalte hier, während er unten ist und Ausgrabungen tätigt. Ein Schimmern, wie er es beschreibt, welches die Wand entlang huscht und immer wieder auftaucht. Erste Hinweise darauf, dass der Bann tatsächlich existiert und mit ihm alle Verteidigungsmechanismen, die der Baumeister eingebaut hat. So seine Worte. Wie gesagt, sagt er, dass wir unsere Sachen ablegen sollen, und zwar im wahrscheinlichen Atelier des Baumeisters, welches krasserweise freigelegt wurde gestern, ein maßgeblicher Meilenstein in der Erforschung des Kernan, und in diesen gelangen wir auch kurz darauf. Man geht weiter an einer Ritterrüstung vorbei, durch die königliche private Schatzkammer, welche sich in diesen Geheimgängen verbirgt, ein runder, sehr cooler Raum mit Überwachungskameras in den Schilden integriert, kommt vorbei an einem Animatronic, nämlich Magnus selbst, nur aus einem anderen Winkel, was auch richtig, richtig cool ist eigentlich. Im Video sieht man halt nur seinen Oberkörper und die Animatronic ist halt ein Unterkörper, welcher auf einer Leiter steht. Ist sehr schwer zu filmen bei der Dunkelheit und im Internet gibt's auch keine guten Aufnahmen davon. Deswegen, ja, tut mir leid. Hier wartet nun ein Operator auf uns, zählt uns in 16er-Gruppen ab und lässt uns eine schmale kleine Treppe nach oben in das Atelier des Baumeisters.
Wir sind nun die Schleife gelaufen und direkt gegenüber von der Treppe, die uns in den Indoor-Bereich der Warteschlange geführt hat. Dieser Flucht- und Rettungsplan des Kernan-Komplexes hängt an der Brandschutztür neben dem Abgang und ist wirklich sehr, sehr spannend. Man sieht die komplette Aufteilung von diesem Gebäude, die sehr kompliziert ist und die man sonst auch gar nicht einsehen könnte, wenn man hier nur einfach durchläuft. Zum Beispiel kann man auch sehen, wo die Strecke genau verläuft, aber dazu kommen wir später auch nochmal im Detail. Wir betreten nun das Atelier des Baumeisters und ab hier gilt, wer Aufnahmen macht oder wie die Operator sagen, Fotos, wird vom Park höchstpersönlich gekreuzigt. Von daher ist das hier, was die Warteschlange angeht, der letzte Clip, den ich selber gefilmt habe. Das Atelier des Baumeisters ist ein zwar immer noch kleinerer Raum, aber im Vergleich zu den letzten paar Räumen doch relativ groß. Er ist mit vielen Verzierungen und einzelnen Details gestaltet, hat zum Beispiel Zahnräder unter der Decke kleben, generell sehr viele Mechanismen und ähnliche Sachen. An den Wänden hängen unzählige Baupläne für verschiedenste Dinge, darunter zum Beispiel von Kernapulten, als ein Katapult, was den Kernern verteidigt. Wir haben eine Stachelrolle, die irgendwelche Eindringlinge zermanschen sollte. Es gibt hier selbst den ganz am Anfang angesprochenen königlichen Fluchtmechanismus, wie er hier als Skizze gezeichnet wurde. Wenn man sich hier länger aufhalten würde, wäre es sehr, sehr interessant, sich das alles durchzugucken und durchzulesen teilweise auch. Allerdings bleibt man hier nur, solange die zweite Pre-Show läuft, die man sich nämlich in diesem Raum jetzt anguckt. Video läuft? Ton läuft? Okay. Es ist der 20.01.2016 und wir erkunden heute den frisch freigelegten Raum D11. Man sieht oben an der Wand auf zwei Bildschirmen wieder den jungen Archäologen, wie er durch den frisch freigelegten Geheimgang geht und ins Atelier des Baumeisters gelangt. Er entdeckt alles zum ersten Mal, die Mechanismen überall, sehr, sehr viele eigenartige Dinge, die darauf hinweisen, dass die Legenden um den Kernan vielleicht doch existieren, also wahr sind. Er erklärt uns noch einmal die Backstory, von wegen der König hat den Baumeister gezwungen, eine uneinnehmbare Festung zu bauen und diesen ganzen Kram. Vorne im Raum befinden sich gefüllte Bücherregale, die nach Durchlaufen der Pre-Show runterklappen. Nachdem der Archäologe ein weiteres Mal betont hat, wie wichtig es ist, seine losen Gegenstände abzulegen aufgrund der einsturzgefährdeten Beschaffenheit des Ganges. Sehr, sehr cool gestaltete Gepäckablage, gefällt mir sehr gut. Im Video ist es halt schon fast zum Meme geworden, wie er die entdeckt, so, oh, guck mal, ein Geheimfach. Und dann klappt da so das Bücherregal runter. Der Mitarbeiter, welcher daneben steht und die Pre-Show angeschaltet hat, fragt nochmal einzelne Leute, ob sie wirklich alles aus ihren Taschen geholt haben. Selbst wenn man noch ein Taschentuch zum Beispiel dabei hat, muss selbst dies abgegeben werden. Es ist wirklich von hoher Wichtigkeit, dass jeder einzelne Gegenstand, der nicht fest an deinem Körper dran ist, von deinem Körper verschwindet. Auch wenn diese Policy wirklich mehr als berechtigt ist bei einer intensiven Achterbahn wie Kernan, welche teilweise direkt über den Köpfen der Gäste hinwegfährt, wird es manchmal schon etwas zu lächerlich eingehalten von den Operatoren, finde ich zumindest. Natürlich musst du auch jegliche Kameras abgeben. Das bedeutet, nach dem Jahr 2017 gibt es eigentlich kein einziges On-Ride, was nicht der Park selbst gemacht hat von dieser Achterbahn. Der Typ sagt noch, kommt, lass uns eine Sicherheitstafel aufstellen für spätere Besucher, die hier langkommen. Wo auch immer das Sinn ergibt, aber ja, I guess. Los geht's ins Innerste des Kernan. Töte dich für seinen Bann. Diese Pre-Show ist nun zu Ende und je nachdem, ob der nächste Raum frei ist oder nicht, werden die Gäste auch kurz darauf in den nächsten Raum gelassen. Früher jedoch gab es für eine kurze Zeit eine längere Version dieses Videos, die essentielle Teile der Story erzählt hat. Dieses Video war allerdings zu lang und wurde deswegen leider gekürzt auf die wichtigen Teile, wie zum Beispiel halt die Sicherheitshinweise bzw. Gepäckablage und so. Der Archäologe ging hier darauf ein, dass an den Wänden vom Baumeister höchstpersönlich gezeichnete Skizzen aus dem späten 13. Jahrhundert zu finden waren. Er erklärte, was die verschiedenen Zeichnungen darstellen sollten, unter anderem ein Querschnitt des Kernan Turms mit einem vertikalen Aufzug drin. Dieser ist für das königliche Fluchtfahrzeug gedacht, welches er kurz darauf auch vorstellt. Ein spezieller Mechanismus, welchen der König und seine Familie im höchsten Notfall benutzen könnte, um zu fliehen. Er zeigt die Stachelrolle und Kernapulten, alles Darstellungen, die man jetzt nur noch nebenbei sieht, wenn man sich im Raum aufhält. Außerdem geht er auf eine Skizze des nächsten Pre-Show-Raums ein. Er kommt zu dem Schluss, dass dies ein weiterer Raum sein muss, den noch niemand vorher gesehen hat und der noch freizulegen ist. Ein weiterer sehr mystischer Raum, da auf der Zeichnung unter anderem auch das Bann-Symbol abgebildet ist. Der Raum ist von oben rund und zahnradförmig und es führen 12 Türen aus ihm heraus. Etwas sehr Einzigartiges und Mystisches. Das wäre die komplette Pre-Show gewesen, sie hätte signifikante Aufschlüsse über die nächste Pre-Show und auch den kompletten Anfang der Fahrt, also den Lift-Hill und die Pre-Lift-Section gegeben. Eine Information, die dem normalen Parkbesucher heutzutage fehlt und deswegen könnte er etwas confused sein von dem, was nun folgt. Am Ende des Raumes befindet sich der Mitarbeiter mit seinem Control-Panel und auf dem Control-Panel steht sogar eine kleine Sanduhr. Sehr, sehr cool, so wenn es halt um die Pre-Show geht und wann die vorbei ist, ne? Wir werden nun durch einen kleinen Zwischenraum voller sich drehender Zahnräder und Mechanismen, dieser Style zieht sich jetzt wirklich hier durch, gelassen, in dem sehr coole Sounds sind, halt so Klackern von Zahnrädern und Ketten, und gelangen durch diesen in den nächsten und letzten Pre-Show-Raum.
Der, von dem wir eben die Pläne an der Wand gesehen haben, der Bannraum. Oder auch runder Raum genannt von den Operatoren. Dies ist der letzte Raum in der Warteschlange, den man betritt, bevor man die Station entert. Und dies ist auch der Raum, in welchem entschieden wird, welche Reihe man während der Fahrt benutzen wird. Denn dies ist weder per freier Platzwahl zu entscheiden, noch weist der Mitarbeiter einem den Platz zu. Es wird mit einem Zufallsgenerator generiert. Oder wie in der Story, vom Schwur des Kernern entschieden. Denn wir stehen nun, wie gesagt, in diesem sehr kleinen, runden Raum. Dieser komplette Raum ist gefüllt mit Magie. An den Wänden befinden sich 12 Türen und über jeder dieser 12 Türen befindet sich ein Bann-Symbol. Aus einer dieser Türen sind wir gekommen, eine ist für Mitarbeiter und 4 davon führen zu den Airgates der jeweiligen Reihen der Achterbahn. Die anderen sind nur Deko, aber wirken genauso echt wie der Rest und sehen echt cool aus. Zwischen jedem Bann-Symbol befindet sich immer jeweils eine pink leuchtende Fackel, aus der auch noch ein farblicher Rauch rauskommt, der sehr atmosphärisch und sehr, sehr cool kommt. Ein Effekt, der leider auch nicht immer funktioniert. An der sich nach oben zuspitzenden Decke hängt ein Kronleuchter mit Kerzen, welcher auch für atmosphärisches Licht sorgt. Und auf dem Boden des Raumes sind 4 Halbkreise zu erkennen, welche aus abermals 4 Kronen bestehen. Auf jede Krone stellt sich einer der Besucher aus der Gruppe, sodass am Ende alle 16 auf einer Krone stehen, und zwar in 4er-Reihen. Wenn man als Gruppe unter den letzten ist, die den Raum betreten, muss man sich unter Umständen auch aufteilen manchmal. Diese 4er-Reihen sind mit klassischem Kettlepanzerhorn abgesperrt und nun steht man hier und wartet. Im optimalen Fall schließt der Operator die Tür, sodass es komplett dunkel ist, allerdings passiert das leider nicht immer. An der Wand leuchtet hin und wieder kurz eins der Bann-Symbole auf, und zwar diesmal in lila. Eine neue Farbe, vorher waren die immer grün. Im Hintergrund läuft diese entspannte, aber dennoch bedrohliche Musik und plötzlich knarrt es laut, das Licht geht aus und die Bann-Symbole wandern an der Wand entlang, und zwar diesmal in grün. Die Musik intensiviert sich und wird schneller und die Bann-Symbole huschen an der Wand entlang, bis die Musik zum Höhepunkt kommt, alles dunkel wird und eine der 4 Kronenreihen aufleuchtet in Form eines Zahnrads. Kurz darauf knallt es einmal und eins der 12 Bann-Symbole leuchtet auf. Es knallt ein weiteres Mal, die Tür, die sich unter diesem Bann-Symbol befindet, wird angeleuchtet und öffnet sich unter lautem Knatschen. Nun öffnet sich ein kleines Airgate vor der 4er-Reihe und die 4 Personen, die auf diesen 4 Zahnrädern standen, die nun leuchten, gehen durch die Tür unter dem aufgeleuchteten Bann-Symbol und betreten somit die Station in dem Airgate von der Reihe, die ihnen zugewiesen wurde. Auf diese Art und Weise wird ausgewählt, wer in welche Reihe kommt. Die Zeremonie mit den sich im Kreis drehenden Bann-Symbolen wird allerdings nur einmal durchgeführt und danach leuchtet einfach nur jede weitere Reihe unter dramatischen Paukenschlägen und die Türen öffnen sich dazu passend. Selbstverständlich ist der Bannraum, wie natürlich auch der meiste Rest von der Warteschlange, an Atmosphäre kaum zu überbieten. Zumindest wenn die Mitarbeiter alle Backstage-Türen schließen, was leider nicht immer der Fall ist. Dieser komplette Bereich hier hinten, das Atelier des Baumeisters, der Bannraum und auch die Station selbst von Kernern, sind ziemlich dicht aneinander. Sehr viel näher aneinander, als man eigentlich denken sollte. Und wenn nicht jede Backstage-Tür, die zu sein könnte, zu ist, hört man halt von überall die Geräusche und von überall stören sich die Lichteffekte gegeneinander. Nicht nur reißt es einen aus der Immersion raus, sondern stört sogar fast das Erlebnis. Wenn man allerdings Glück hat und hier alles perfekt funktioniert, was auch das ein oder andere Mal vorkommt, ist das hier wahrscheinlich eine Bombe an Atmosphäre, die man so nirgendwo anders kriegt. Die Reihenzuteilung auf diese Art und Weise durchzuführen ist auch ein weltweit einzigartiges Konzept und sorgt dafür, dass man wirklich komplett random in irgendeine Reihe kommt. Zumindest auf dem Papier. Denn ich muss sagen, dass nach meiner Erfahrung die beiden Reihen im Bannraum, welche sich auf der linken Seite befinden, eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, in die erste Reihe zu kommen und die beiden auf der rechten eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, in die letzte zu kommen. Das könnte wirklich am Zufall liegen, allerdings habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, die das gleiche beobachtet haben und außerdem bin ich die Bahn schon 29 Mal gefahren und das wäre ein sehr interessanter Zufall, wenn es jedes Mal diese Tendenz bereitstellen würde. Es ist tatsächlich sogar einmal vorgekommen während des Herbstzauber-Events im Jahr 2019, dass ich im Bannraum stand und dieser komplett außer Betrieb war. Das bedeutet, die Pre-Show ist nebenbei durchgelaufen, aber jede Tür war offen und in der Mitte stand ein Mitarbeiter, welcher die Leute einfach stumpf eingeteilt hat. Dies ist allerdings ein sehr kurioser Einzelfall, der auch irgendwie interessant war, weil ich dann halt mal alles aus einem anderen Winkel gesehen habe. Dadurch, dass diese Bahn 3 Pre-Shows besitzt, geht die Warteschlange etwas schneller voran, als sie normalerweise würde mit ihren lächerlichen 500 Personen pro Stunde an Kapazität. Dadurch, dass halt immer und immer irgendwo jemand in eine Pre-Show kann, geht die Warteschlange relativ schnell voran und man hat auch was zu gucken. Klar geht das Warten nicht schneller vorbei, aber immerhin ist es interessantes Warten. Wurde wirklich bei Kernern perfekt umgesetzt, gerade mit den ganzen Pre-Shows, den Storytellings, Scheiß da. Es ist wirklich krass. Und zurück zur Story, was will uns der Bannraum eigentlich sagen? Es ist und bleibt ein Mysterium. Ein Raum, der gerade frisch entdeckt wurde in dem Moment, in dem wir da reingekommen sind. Einer, dessen Funktion bis jetzt ungeklärt ist und einer, der wirklich sehr, sehr mystisch ist.
Der Bann ist bis jetzt in diesem Raum am allerstärksten gewesen mit Abstand und hat sich gezeigt. Und nicht nur das, er scheint uns zu verfolgen. Nachdem man Gänsehaut durch die meisterhafte Nutzung der Musik und die grandiose epische Lichtershow bekommen hat, hat man auch die letzte der drei Pre-Shows überwunden und steht in der spärlich beleuchteten dunklen Station am Airgate vor dem leeren Zug. Es ist klar, dass dies wahrscheinlich einer der besten Wartebereiche für Achterbahnen auf der ganzen Welt ist. Es hat ja auch über ein Jahr länger gedauert, diesen komplett fertigzustellen, und er ist wirklich ein essentieller Teil, wenn es um das komplette Kernerlebnis geht. Deswegen war es ja auch so schade, als der meiste Teil der Warteschlange pandemiebedingt abgesperrt war. Zurück zur spärlich beleuchteten, düsteren Station. Links geht es ins Nichts, rechts geht es ins Nichts. Da die Bahn eine Doppelladestation besitzt, steht vor einem direkt ein leerer Zug, in dem keine Gäste mehr drin sitzen. Und kurz darauf ist es uns erlaubt, in die jeweils 4 Sitzplätze pro Reihe der 4 Reihen einzutreten. Es gibt wirklich im Internet nahezu keine Aufnahmen von der Station, weshalb ihr jetzt ein bisschen mit Random Footage / Black Screen leben müsst. Man hofft, dass man im Bannraum in die erste Reihe eingeteilt wurde, denn Kernan ist ein Fall von die erste Reihe ist mit größtem Abstand die beste. Aufgrund des kurzen Zuges hat die letzte Reihe nicht so einen Impact wie bei einem eher längeren Zug, und die erste Reihe ist durch viele Faktoren einfach die mit Abstand unzweifelhaft beste Reihe, die man benutzen kann. Weshalb genau, dazu kommen wir später noch, während ich die Fahrt erkläre. Aber vertraut mir, ihr wollt bei Kernan so weit wie möglich nach vorne, denn die zweitbeste Reihe ist tatsächlich auch die zweite Reihe. Die drittbeste Reihe ist erst die letzte Reihe und die dritte Reihe ist halt die schlechteste. Das liegt am Fahrverhalten, allerdings auch an verschiedenen Faktoren, wie gesagt, kommen wir noch gleich zu. Der Zug der Achterbahn ist passend zu dem Style, der sich am Ende der Warteschlange durchgezogen hat, mit lauter Zahnrädern und technischen kleinen mechanischen Details gestaltet. Vorne befinden sich 2 Laternen und ein großes Zahnrad, hinter der Kopfstütze jedes Sitzes befindet sich ein Zahnrad und generell sind überall solche kleinen hölzernen Details eingearbeitet. Ein wirklich richtig schöner, cooler Zug, sieht echt geil aus. Die Sitze und auch die Bügel sind die klassischen Gerstlauer Clamshells, sehr angenehme, sehr exposende, minimalistische, coole Bügel, allerdings stapeln sie sich sehr stark während der Fahrt. Was bei Kernan dank der krassen Intensität auch wirklich mal wehtun kann, wenn man Pech hat. Außerdem hilft es nicht ganz, dass die Operator einen Todesstapeln in der Station. Nicht ganz angenehm. Der Achterbahnwagen ist das königliche Fluchtfahrzeug, welches wir in der Pre-Show gesehen haben und uns scheinbar in der Festung entdeckt haben. Da hier eh nicht alles mit rechten Dingen zugeht und wir gerne von diesem Ort verschwinden würden, steigen wir ein und versuchen loszufahren. Da der Blockbereich, der vor uns liegt, ungefähr 2,5 Minuten beansprucht wird, müssen wir meistens noch ein bisschen warten, bis wir diesen betreten können. Irgendwann bald wird man nun allerdings aus der Station geschickt und das unter einem epischen Dispatch-Soundtrack. Rechts befindet sich das Wartungsgleis, aber wir biegen nach links ab durch eine flache Kurve. Der epische Dispatch-Soundtrack in Form einer noch dramatischeren Version des bösen Themes von Kernan, zusammen mit den aufleuchtenden Lampen an der Wand, bedeutet, dass der Schwur des Kernan hinter uns her ist und uns verfolgt. In dem Moment, in dem wir das königliche Fluchtfahrzeug betreten haben, sind wir zu weit gegangen. Wir als Archäologen, die den Kernan erforschen, allerdings auch Museumsgäste, welchen ihn nur besichtigen, sind inzwischen so tief vorgedrungen, dass der Bann sich angegriffen fühlt und natürlicherweise den Kernan verteidigen will. Wir werden also dementsprechend als Eindringlinge gesehen und sind dem Untergang geweiht. Das ist auch der komplette Grund, weshalb das Bann-Pergament in the first place überhaupt wieder aufgetaucht ist, wieder aktiv geworden ist, weil man bei Ausgrabungen in letzter Zeit viel zu tief in den Kernan eingedrungen ist und somit die Verteidigung vom Schwur des Kernan wiedergreift. Der Bann macht keinen Unterschied zwischen Feldherren, welche Dänemark einnehmen wollen, und Archäologen, welche interessiert an der Geschichte des Kernan sind. Beide sind Eindringlinge, welche eliminiert werden müssen. Während man diese Kurve entlang fährt, kann man nach oben blicken und dort die letzte Hardline-Roll der Bahn erblicken. Oben ist auch die Öffnung, wo die Bahn wieder in die Halle reinfährt, weshalb auch etwas Licht von dort kommt. Aber im Generellen ist es jetzt hier komplett dunkel. Vor allem nach diesem kleinen Dip, welcher jetzt folgt. Ein kleiner, nennen wir es Mini-Drop, und man fährt auch direkt wieder hoch. Keine signifikante Airtime oder irgendwas. Eigentlich wirkt dieser Drop relativ redundant. Zumindest wenn man nicht weiß, dass hier ursprünglich die in der Pre-Show auf einer Skizze gezeigte Stachelrolle montiert werden sollte und man sozusagen darunter hindurchdivet. Es wäre echt episch gewesen, wenn das umgesetzt worden wäre, allerdings denke ich, dass dieser Plan zusammen mit der verlängerten Pre-Show verworfen wurde. Man durchfährt eine weitere flache Kurve komplett im Dunkeln, in die gleiche Richtung wie die erste, allerdings in einem engeren Radius, dafür aber auch nur 90 Grad. Was wirklich sehr schade ist, ist, dass in diesem ersten Dark Red Part kaum bzw. keine einzige Thematisierung ist und es nur aus Beton besteht. Das einzige Entertainment, was wir haben, ist Musik und halt die Dunkelheit, womit wir uns halt zufrieden geben müssen. Dafür wurde das Audio aber besonders hier meisterhaft umgesetzt. Man ist nun am Fuße des gigantischen Indoor Dark Ride Vertikallifts angekommen. Wir befinden uns nun im nachgebauten Kernanturm selbst und steuern geradewegs auf den Mechanismus zu, welcher das königliche Fluchtfahrzeug laut Story nach oben hin aus dem Gebäude befördern sollte. Unser Weg, dem Bann zu entkommen.
Man hört neben einem bedrückenden Wummern und gruseligen Hintergrundgeräuschen maschinelles Klackern, während der Zug langsam in die anrollende Kette einhakt. Dieses Klackern entsteht nicht durch die Achterbahn aufgrund dessen, dass wir hier eine elektromagnetische Rückrollsperre haben, welche keine solcher Geräusche erzeugt, sondern dieses Klackern wurde tatsächlich von IMAscore produziert und ist ein Soundeffekt. Ein Mechanismus voller Zahnräder, welcher uns hier gerade hochzieht sozusagen. Der Lift ist komplett mit einem riesigen, komplexen Konstrukt aus verschiedenen Plattformen, Leitern und Backstage-Bereichen umgeben und es ist ein Traum, diese mal besichtigen zu können. Im Turm ist es fast stockdunkel, das heißt, man sieht nicht alles, was man hier sieht, aber man kann es etwas erahnen. Und gerade nach hinten gucken ist krass. Während des Herbstzaubers, während die Bahn nachts fährt, ist allerdings die Beleuchtung am Zug an und auch schon im Turm, das bedeutet, da sieht man alles, was man jetzt sieht. Der komplette Turm ist gefüllt mit einem bedrückenden Gewummer aus verschiedensten Geräuschen. Dies kommt zustande zum einen aufgrund der Soundeffekte, allerdings auch wegen den maschinellen Geräuschen, die erzeugt werden durch die Elektromotoren, natürlich die Geräusche, die die Besucher machen und alles zusammen wird, dadurch, dass der Turm eine bestimmte Form hat, in der Schallwellen ganz schwierig entkommen können, sehr lange hier drin konserviert und halt immer wieder, weshalb ein grundlegendes Brummen entsteht, was aber wirklich gut zur Atmosphäre beiträgt, auch wenn es sehr laut ist. Zur Eröffnung wurde die Decke atmosphärisch blau angestrahlt, dann war hier 3 Jahre lang stockdunkel und 2019 wurde eine Leinwand an der Decke montiert, welche gleich noch zum Einsatz kommt. Man fährt also in einem für einen Vertikallift ziemlich hohen Tempo die Wand hoch, kriegt entweder extreme Platzangst oder hat komplett Schiss, dass man nach oben wegflutscht und währenddessen baut sich langsam die Musik im Hintergrund auf. Ein geisterhafter, gruseliger Chorus singt auf der typischen bösen Melodie von Kernern folgende Worte. Ein Bündnis geschmiedet, aufs Leben geschworen, ein Bann, der uns bindet, für immer verloren. Diese Worte wiederholen sich immer mehr und intensivieren sich mit jeder Wiederholung. Es sind die Seelen der verschiedenen Krieger und Feldherren, die über die Jahre versucht haben, den Kernern anzugreifen, welche zu uns singen. Sie erzählen uns von ihrem Schicksal. Sie wurden vom Bann des Kernern umgebracht und ihre Seelen sind für immer im Turm eingesperrt. Auf 60 Metern Höhe kommt der Wagen zum Stehen und an der Decke schaltet sich die Leinwand ein. Man sieht den grünlichen Geist von König Erik Menved und er spricht zu uns. Er sagt, sieh, was es aus mir gemacht hat. Als ein Schatten meiner selbst mich in diese Mauern gebannt und kann den Kerner nicht mehr verlassen. Ihr sollt nicht mehr sicher sein für die nächsten 1000 Jahre. Das schwöre ich bei allen heiligen Männern. Mit seiner Ansprache erklärt er uns einen wesentlichen Teil. Er ist nicht unbedingt gestorben, nachdem er den Bann ausgesprochen hat, als Nebenwirkung dessen, sondern weil der Bann direkt funktioniert hat und ihn als Bedrohung angesehen hat. Der Bann sieht, was auch immer dem dänischen Staat schadet, als Bedrohung für den Kernern, welcher über das dänische Volk herrscht. Und da der König nun mal weder seinem Volk noch der politischen Lage des Landes gut getan hat, wurde er direkt als Gefahr für den Kernern identifiziert und genauso wie alle Eindringlinge in den Turm verbannt, wo seine Seele für immer vergammeln sollte. Erik ist auch einer der verlorenen Seelen, welche zu uns gesungen haben und sieht es nur als gerecht an, wenn wir als Eindringlinge das gleiche Schicksal erfahren. Natürlich will man in diesem Fall auch wieder in der ersten Reihe sitzen, damit man die Leinwand perfekt sehen kann. Allerdings macht es auch soundtechnisch sehr viel aus, dass man so weit wie möglich vorne sitzt. Denn in den ersten beiden Reihen versteht man den König noch relativ gut, natürlich in der ersten besser. Liegt zum einen natürlich an der Lautstärke und dem Hall im Raum und außerdem, dass das Audio generell nicht so laut ist. Allerdings denke ich, es hat auch was damit zu tun, dass direkt über der zweiten Reihe ein Laufsteg befestigt ist, welcher die Schallwellen für die dritte und vierte Reihe etwas blockiert. In dem Moment, in dem der König anfängt zu reden, verstummt die Musik und nach einiger kurzer Zeit fängt die Liftkette an, laut und energisch sich rückwärts zu bewegen. Sobald Erik fertig ist mit bei allen heiligen Männern, fällt der komplette Zug unter dramatischer Musik mit 39 km/h rückwärts den Lift herunter. Der überall angepriesene weltweit erste Rückwärtsfreifall ist alles andere als ein Freifall, fühlt sich aber dennoch relativ intensiv an, vor allem im Vergleich zu den ersten 2 Jahren, wo das Teil noch mit 11 km/h gedroppt ist und auch lange nicht so viel Strecke. Es ist immer noch mindblowing und absolut krank, dass so etwas wie ein Rückwärtsfall auf einem Kettenlift existiert. Also quasi das, worauf sich 150 Jahre lang spezialisiert wurde, ist zu verhindern. Und es macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es halt nicht wirklich so intensiv ist. Der Wagen fällt kontrolliert und nicht im freien Fall, sondern wird von den elektromagnetischen Linearmotoren, welche gleichzeitig während der Liftfahrt auch als Rückrollsperren funktionieren, reguliert und nach ca. 20 bis 30 Metern Fall auch langsam und sehr laut zum Stehen gebracht. Dieser Rückwärtsfreifall ist nicht nur eine Anlehnung an den alten Drop Tower Montezuma, welcher früher an dieser Stelle stand, sondern auch mit der Story zu erklären. Denn alle zusammen, die verlorenen Seelen, König Erik Menved und auch der Bann des Kernern, vereinen ihre Kräfte, um uns, die eigentlich dem Tode geweiht sein sollten, wieder herunterzuziehen, damit unsere Seelen hier drin bleiben. Wir versuchen zu fliehen mit dem königlichen Fluchtfahrzeug und sie versuchen uns aufzuhalten, da wir es nicht anders verdient haben. Der zugegeben schon etwas zahme Rückwärtsfreifall macht dennoch Spaß und ist vor allem richtig geil, weil er halt einfach die Story erzählt.
Man verharrt nun wieder etwas Zeit auf dem Lift stehend, mal mehr, mal weniger. Wenn es mehr wird, was gerne mal vorkommt, ist leider die Musik bei der Hochfahrt nicht mehr synchron, was mir persönlich wirklich sehr wichtig ist, aber sei es drum. Nehmen wir an, alles läuft perfekt und der Wagen steht hier unten nur ein paar Sekunden, bevor er kurz darauf unter heroischer Musik langsam wieder hochfährt. Nachdem er langsam angefahren ist, kommt er wieder auf seine übliche ziemlich hohe Geschwindigkeit und die Musik baut sich immer mehr und mehr auf. Es ist komplett untypisch zu dem, was wir vorher im Verlaufe dieser Attraktion verspürt haben. Es ist eine positive, beflügelnde Musik. Nichts Düsteres, Episches oder Böses. Es ist motivierend und schon auf eine Art und Weise episch. Es ertönen schon wieder die uralte Kettensoundeffekte und unsere Seelen sind rein und standhaft. Und trotz dessen, dass 1 Million Geister und ein Band versuchen, uns in den Tod zu reißen, halten sie stand und das Fluchtfahrzeug kann weiterhin nach oben fahren, damit wir entkommen können. Diese Musik passt perfekt zu diesem Szenario und es ist absolut maximal episch, dort hochzufahren unter dieser Musik. Um die Experience abzuschließen und auch die Story dem Fahrgast nahezubringen, hört man, während man unten in die Kette wieder einfährt, eine widerhallende Stimme "Flüchtet! Schnell!" sagen. Vorausgesetzt, die Fahrt ist einigermaßen synchron und man hat keine nervigen lauten Leute in seinem Zug, ist es vielleicht das Epischste, was man jemals erleben wird. Der Lift Hill für mich auf jeden Fall der geilste Moment auf dieser Achterbahn, weil er halt einfach so für Gänsehaut sorgt. Kurz bevor wir oben über die Kuppe fahren und die Musik zu einem Höhepunkt kommt, hört man eine tiefe, epische Stimme laut: "Der Schwur des Kernan, hüte dich vor seinem Bann." sagen und kurz darauf geht es 90 Grad auf der anderen Seite in den Abgrund. Die komplette Experience des Vertikal-Lift-Hills ist wie keine andere. Sei es die düstere Atmosphäre und Dunkelheit, das 90 Grad an die Decke starren oder das generelle Rumhängen mit Beckenbügeln, die komplett kranke Geräuschkulisse, die Soundeffekte und das kranke musikalische Konzept oder auch nur der Geruch nach Kettenschmieröl, was echt geil ist. Insgesamt ist es einfach eine so heftige Atmosphäre hier drin, das ist unglaublich. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass das hier ohne irgendeinen Zweifel wahrscheinlich der beste Lift Hill auf der Welt ist und damit inkludiere ich sogar Lightning Rod und Maverick. Es ist natürlich auch mal wieder komplett krank, wie der Lift Hill in die Story eingebunden wurde. Allerdings war es das jetzt noch nicht mit storytellender Fahrt, denn der komplette Hauptteil der Strecke, welcher sich draußen befindet, symbolisiert, wie unsere Seelen und unsere Körper gegen den Bann ankämpfen, denn wir sind ihn natürlich noch nicht los. Nichts könnte diesen Kampf gegen den Bann besser darstellen als eine aggressive, wilde Fahrt wie diese. Das alles ist übrigens auch der Grund, weshalb die Bahn grüne Schienen hat, genau eben wie die Verkörperung des Banns in der Warteschlange. Man fährt nun also den 90 Grad steilen und 90 Grad getwisteten 67 Meter Drop ins Freie. In den ersten beiden Reihen ist es gut, in den letzten beiden Reihen sehr kranke Ejector Airtime. Man hört, wenn man in der Nähe des Turms ist, einiges von dem, was da drin passiert, von außen, so auch die Schreie der Gäste, sobald der Drop kommt. Und das Krasse ist halt, dass die ungefähr gefühlte 2 Minuten vorher schreien, bevor der Zug erst rauskommt, so lang ist dieser Drop. Es ist wirklich sehr krass, wie man dann auch mit dem Topspeed von 127 km/h, was gleichzeitig deutschlandweiter Rekord ist, zusammen mit Silvester, unten rauskommt und in total intensivem Geschwindigkeitsgefühl durch das erste kranke Tal, was auch 5G bietet, fährt. Je nach Reihe schlägt die Bahn hier relativ stark. Es kommt auf die Tagesform an und auf die Reihe. In der ersten Reihe fährt sich das Teil relativ geil, in der zweiten ist es auch gut. Die letzte Reihe ist okay und die dritte Reihe schlägt schon relativ stark. Keine der Reihen ist wirklich smooth, aber bei den vorderen beiden geht es noch okay. Es liegt auch, denke ich mal, einfach an den G-Kräften, dass es sich an dieser Stelle so krass anfühlt. Es geht nun anschließend an dieses Tal nach dem First Drop wieder nach oben in das Signature große Element der Achterbahn. Das sogenannte Herzelement, da dies aus verschiedenen Winkeln geformt ist wie ein Herz. Man könnte es bezeichnen als eine Art Sea Serpent Roll, nur dass der Wagen sich dabei nicht über Kopf dreht. Quasi Non-Inverting Sea Serpent Roll. Manche Amerikaner nennen das Teil auch so. Es ist quasi eine Kombination von 2 Airtime-Momenten, welche sich ziemlich weit oben befinden und während denen sich der Wagen sehr weird um die Schiene twistet. Das Resultat, was wir daraus haben, ist eine Mischung aus starker Ejector-Airtime, vor allem außen, und noch stärkeren Laterals, auch vor allem außen. Sehr, sehr interessantes, geiles Element, sehr intensiv, weltweit einzigartig, sieht sehr abenteuerlich aus und vor allem sind die Stützen echt was Besonderes. Getauft wurde der Supportabschnitt an dieser Stelle der Gerstlauer Stützenwald und das auch zu Recht. Das komplette Herzelement vom Schwur des Kernan ist gestützt mit einem kompletten Riesenkonstrukt aus verschiedenen hellgrünen Stützen. Wahrscheinlich ist es an dieser Stelle statisch relevant, da es auch nicht so oft vorkommt, dass eine Achterbahn in einer so hohen Schienenhöhe so viele Kräfte nach links und rechts verballert. Normalerweise fährt man entweder hoch oder runter und dann braucht man auch nicht so viele Supports an den Seiten, aber wenn die Bahn halt die Richtung wechselt und in alle Richtungen die Kräfte verlagert, braucht man auch überall Stützen, die die Kräfte kompensieren. Ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
Allerdings verbaut Gerstlauer generell auch einfach sehr, sehr gerne sehr viele Stützen und an der Ostsee ist es auch sehr windig. Sieht sehr abenteuerlich aus, aber gibt der Bahn auch Charakter und Wiedererkennungswert. Das ist das große Element, was man überall vom Park aus sieht, was man aus dem Internet kennt. Es fährt sich super, super intens, richtig, richtig geil. Nach den zwei Airtime Bursts geht's wieder einen sehr ruppigen Drop nach unten, fast bis auf den Boden, allerdings etwas erhöhter und direkt danach in eine sehr, sehr steile Overbanked Curve. Auch diese fährt sich nicht komplett smooth, allerdings ist sie sehr, sehr schnell durchfahren, hat ein krasses, intensives Geschwindigkeitsgefühl und einfach nur sehr, sehr kranke G-Kräfte. Sie ist auch vergleichsweise zu dem Herzelement sehr, sehr bodennah und man hat daher noch sehr, sehr viel Geschwindigkeit, wenn man hier durchfährt. Allerdings noch nichts im Vergleich zu was jetzt kommt, denn der komplette Rest der Bahn befindet sich komplett über dem Boden, der sogenannte Terrain Coaster Part. Nach dem Herzelement fährt die ganze Bahn so niedrig wie es nur geht, was darin resultiert, dass man komplett viel Geschwindigkeit hat, das Pacing unglaublich krank ist, sich absolut unrealistisch intens anfühlt und auch nicht wirklich smooth. Nach diesem Overbank gibt es erstmal einen Richtungswechsel, in dem der Overbank endet und das ist wahrscheinlich der intensivste Richtungswechsel in ganz Europa. Unfassbar krank, vor allem in den Außensitzen. Man sieht auch von außen, wie unrealistisch es aussieht, wie der Wagen hier rumgerissen wird. Das ist ja es muss ja irgendwie zu viel Belastung auf den Zug ausüben auf lange Sicht, das kann ja nicht sein. Fühlt sich sehr, sehr sick an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwelche krassen Kräfte wie Airtime oder so spürt, aber es ist halt einfach... Die Wucht, mit der man zur Seite gerissen wird, ist krankhaft. Anstatt dass man jetzt wieder hochgeht oder irgendwas Entspannteres fährt, deift man einfach komplett noch weiter nach unten. Nachdem man schon diesen Richtungswechsel nach unten gemacht hat, deift man in einer steileren Kurve, so eine Art Stängeldive, noch weiter nach unten. Es ist unglaublich. Auch das Teil, Kräfte gibt es nicht wirklich, aber man fühlt sich unfassbar schnell, was man ja auch ist. Dafür, dass das Element so eng und so niedrig ist und dadurch, dass es halt sehr ruppig ist, macht es auch noch sehr viel intensiver. Man wechselt die Richtung wieder nach rechts und fährt eine etwas längere Kurve über dem Boden. Nicht so abenteuerlich wie gerade eben, heißt aber nicht, dass es weniger intens ist, weil man halt einfach eine scheiß Kurve mit viel zu viel Geschwindigkeit direkt über dem Boden fährt. Die endet in so zwei Umschwüngen, S-Kurvenartigen Dingern. Wie gesagt, es gibt jetzt nicht irgendwie diese Umschwungkräfte, die man von Taron kennt zum Beispiel, aber man wird halt von links nach rechts gerissen und das in viel zu hoher Geschwindigkeit. Es ist halt eher krank dadurch, dass man so schnell ist, und also durch die Optik ist es halt eher sick. Ziemlich steile Kurve, der Bügel, der übrigens während der Fahrt weiter zugeht, wie ich gesagt habe, ist mittlerweile komplett zu und liegt auf dem Bein. Wenn man Glück hat, tut es nur weh, wenn man Pech hat, fühlt sich an, als ob das ganze Blut abgequetscht wird, also es ist echt krass, aber auch verständlich bei den hohen G-Kräften, nur könnte man das Bügelsystem einfach ein bisschen ändern, aber das ist bei den Infinity Coastern von Gerstlauer leider so. Das macht den jetzt folgenden dreieckigen Airtime-Moment, einen viel zu niedrigen Airtime-Hill für die Geschwindigkeit, die man hat, zwar immer noch cool, allerdings ein bisschen schmerzhaft und auch halt nicht so exposed Airtime-mäßig, sondern eher, hier wäre Airtime, wenn der Bügel nicht deine Beine durchquetschen würde. Tut ein bisschen weh, ist halt coole Airtime, es ist sehr, sehr strong Ejector Airtime auf jeden Fall von der Kraft her, nichts dran auszusetzen. Der Hügel ist, wie ich schon gesagt habe, von außen komplett dreieckig geformt, also nicht nur, dass er viel zu niedrig ist, sondern auch noch das, also sehr, sehr intensiver Airtime-Moment mal wieder an der Stelle. Man fährt eine entspanntere, ein bisschen ausgestrecktere Kurve ohne zu hohe G-Kräfte, außen um die vorher gefahrene Kurve herum wieder zurück, also quasi entgegenkommt, hat oben noch zwei lasche Richtungswechsel, wobei der erste wenig Hardlining hat und der zweite ein komplett schönes, satisfying Hardlining besitzt. Keine Ahnung, warum mir sowas immer auffällt. Und man kommt langsam auf viel zu langsamem Weg wieder zurück in Richtung Turm. Das ist auch ein Problem an dieser Stelle der Achterbahn, dass man mit unfassbar viel Speed und Power, die komplett sich unrealistisch und gefährlich anfühlt, hier hinkommt und ein bisschen zu langsam in zu ausgestreckten Elementen wieder zurückfährt. Da hätte man eher die Elemente beim Rausfahren ein bisschen größer machen sollen, wäre immer noch krass gewesen, und beim Reinfahren ein bisschen enger, damit es konstanter besser ist. Besser als wenn es einfach am Anfang komplett krank ist und danach ein bisschen mäh. Der ganze Kram hier hat auch keine Kräfte mehr, also wirklich ist halt einfach nur noch der Weg zurück zur Station. Es folgt noch ein kleiner Airtime-Hill bzw. Airtime-Hump in die Bremsen, allerdings ist es nicht einfach nur so eine Auffahrt, sondern es ist schon ein Airtime-Hill, der auch nochmal wieder sehr, sehr gute Airtime bietet, zumindest in den vorderen beiden Reihen. Auf jeden Fall viel bessere Airtime, als man erwartet hätte. Natürlich nichts im Vergleich zu den anderen Airtime-Momenten auf der Bahn. Und hiernach fährt man wieder in die, naja, sagen wir Schlussbremse, wobei es nicht die Schlussbremse ist. Von außen denkt man, es ist die Schlussbremse. Man hält hier auch im Block. Das heißt, der nächste Zug kann auf den Lift fahren, was er allerdings eh schon kann, da die komplette Strecke ein separater Block vom Lifthill ist. Allerdings fährt der nächste Zug erst, wenn man hier in die Bremsen fährt, normalerweise in den Lifthill, da die Abfertigung einfach ein bisschen länger dauert. Sobald man weiterfährt, öffnet sich vor einem das Tor und man fährt wieder in das Gebäude, die Festung, hinein. Vor einem befindet sich in totaler Dunkelheit bzw. halber Dunkelheit, weil von außen ein bisschen das Licht reinkommt, eine Hardline Roll. Ein komplett unerwartetes, interessantes Element als einzige Inversion der Achterbahn quasi nach der Fahrt.
Hier switcht die Schienenfarbe dann auch wieder von dunkelgrün auf schwarz, genauso wie auch im Turm drin. Eigentlich würde ich sagen, voll cool, dass man sowas gebaut hat, aber ich finde diese Hardline-Rule des Todes unangenehm. Dadurch, dass der Bügel komplett eng auf deinen Beinen anliegt und sie sowieso schon am Zerquetschen ist und man komplett langsam in fast Schrittgeschwindigkeit durch diese Hardline-Roll fährt, wenn man vorher durch die Bremse in kompletten Stillstand geraten ist, fühlt sich das einfach nur an wie Folter. Man hängt da, komplett dein ganzes Gewicht zieht an deinen Beinen, welche eh schon mit dem Bügel eingequetscht werden und jetzt noch komplett... Also es fühlt sich einfach nicht gut an, es ist einfach sehr, sehr unangenehm, dadurch, dass der Bügel so eng auf den Beinen ist und man komplett nur an seinen Beinen hängt und das für so lange Zeit und mit so wenig Geschwindigkeit, das ist irgendwie echt eklig eigentlich. Es scheint viele Leute da draußen zu geben, die hier schöne Hangtime verspüren und das irgendwie mögen, also für mich ist das gar nichts. Was allerdings cool ist, dass wenn man jetzt nach unten guckt, kann man den Bannraum sehen. Sieht aus wie so ein Hütchen halt, so ein Kegel, weil der ist ja auch ein bisschen kegelförmig und durch die Lüftung kann man sogar reingucken. Sehr interessant einfach. Man fährt nach der Hardline Roll noch eine kleine Mauskurve. Achtung, wenn man in der ersten Reihe sitzt, ist die sehr abrupt und man kann sich sogar verletzen, weil man sieht ja nicht, dass sie kommt, da es dunkel ist. Hier ist es nämlich jetzt auch komplett dunkel. Nach der Mauskurve wird man noch ein bisschen kurz runtergeruckt. Zumindest in der ersten Reihe kommt auch sehr abrupt. Und dann steht man nämlich auf dem schiefen letzten Break Run, der so nach unten verläuft. Auf diesem Break Run werden nun auch die On-Ride-Fotos gemacht, Reihe für Reihe. Viermal Blitz ist in der Dunkelheit. Es ist ein bisschen... Also es ist nicht ein bisschen, sondern sehr, sehr weird, dass es nach der Fahrt passiert und es ist ja ziemlich unnötig eigentlich. Es wird halt keine Reaktion auf die Bahn so festgehalten und sonst was, aber immerhin gibt es ein On-Ride-Foto. Und sobald man in den Break-Run einfährt, ertönt auch ein weiteres Mal eine Einlage von Musik auf Kernan, wie schon so oft und wie schon so oft so super passend. Man hört einen Paukenschlag, auf welchen eine heroische, langgezogene, dramatische Version des Main-Themes vom Kernan-Soundtrack folgt, der einem suggeriert, dass man es geschafft hat. Während dieser Musik fährt man eine weitere Kurve unten an einer thematisierten Wand entlang, die ausnahmsweise wirklich thematisiert ist. Hier wird auch angeleuchtet und man sieht das königliche Wappen hier an der Wand hängen und fährt auf den letzten Ton in die Station rein, sodass es soundmäßig genau passt. Viele Mitfahrgäste, egal ob Enthusiasten oder GP, klatschen an dieser Stelle, weil ihnen einfach nach diesem vollständigen Erlebnis mit diesem Abschluss von einem krönenden, ihr habt es beendet Sound, suggeriert wird, dass man hier nach klatschen muss, weil es einfach ein Kunstwerk ist und das auch so aufgefasst wird, egal ob du GP bist. Das ist wirklich ein Phänomen, was mir hauptsächlich bei Kernan auffällt, dass die GP klatscht nach einer Achterbahn, weil es sich so für sie anfühlt, als wäre es nötig. Man fährt in den hinteren Teil der Doppelladestation, ne, steigt nach links aus, genau da auf der Seite, wo man auch eingestiegen ist, weil es eben eine Doppelladestation ist. Es ist genauso dunkel und atmosphärisch, wie als man eingestiegen ist, aber die Stimmung ist deutlich aufgelockerter und glücklicher. Der Bügel hüpft von alleine nach oben, zum Glück endlich, und man steigt aus dem Wagen. Man nimmt sein Gepäck aus der Rückseite der Gepäckablage, die nämlich von beiden Seiten öffnungsbar ist, denn der Gepäckablageraum ist nun mal direkt neben der Station, und geht einen kleinen verschachtelten Geheimgang, welcher als Ausgang dient. Während dieser ganzen Zeit läuft ein weiterer Track des Kernan-Soundtracks, genannt Unbezwingbar. Es ist ein eher episches, melancholisches Theme, was sich nach einer Zeit in etwas Glücklicheres und Fröhlicheres umwandelt. Am Ende des Geheimgangs/Ausgangs befindet sich ein dunkles Bannsymbol an der Wand, welches ab und zu passend zur Musik grün aufleuchtet. Ein wieder wunderschönes Detail, was auch leider nicht jeder sieht. Es zeigt nochmal, dass der Bann sozusagen aufgelöst ist und noch einmal aufleuchtet, um vom Gebäude zu verschwinden. Wir haben ihn gebrochen, wie ich, wenn ich eine TAF-Reportage über Achterbahnen sehe. Man betritt nun zwangsweise den Shop, welcher klassischerweise direkt an den Ausgang anschließt, guckt entweder sein On-Ride-Foto an oder das zahlreiche Merch, was es gibt. Pullover, T-Shirts, Bauchtaschen, Notizbücher, alles halt. Der Shop, genannt Kernan-Boutiquen, ist von innen auch sehr schön gestaltet und nachdem man diesen auch verlässt, steht man wieder auf dem Dorfplatz neben der Statue von König Erik Menved, der zur Hälfte auch noch zu Mexiko gehört. Man hat nun einmal die komplette Experience von Kernan erlebt und in irgendeiner Weise ist es einem immer nahe gegangen. Fernab davon, ob einem die Fahrt gefallen hat, ob sie einem zusagt, weil sie, ich gebe zu, wirklich relativ speziell ist und auch ziemlich intens für eine Achterbahn. Auf irgendeine Weise muss einen das Teil inspiriert haben. So ein beeindruckendes, riesiges Projekt, was so viel mehr als die reine Achterbahn ist. Ich gehe auch safe davon aus, dass der Hansapark sich dieses Monster nicht alleine finanziert hat, sondern das Land Schleswig-Holstein ein bisschen nachgeholfen hat. Nicht nur um die Tourismusbranche zu boosten, sondern wahrscheinlich auch um das Verhältnis zur Hansestadt Helsingborg ein bisschen zu stärken. Auf einem symbolischen Level. Der Schwur des Kernan ist keine normale Achterbahn. Es ist eine Form der Kunst, eine Geschichte zu erzählen, mit allen Sinnen. Der Hansapark greift eine Legende auf und bastelt seine eigene Story drumherum. Er nimmt einen reellen geschichtlichen Hintergrund und baut eine riesige Kulisse, um mit Atmosphäre eine Geschichte dem Fahrgast nahezubringen. Teil davon ist eine Achterbahn, eine Warteschlange, mehrere Pre-Shows, ein Ausgang,
Dark Ride Sections und lass uns bitte dieses 25-minütige krasse Stück von Soundtrack, welches die Experience stark und wichtig auf positivste Weise beeinflusst und ein absolutes Meisterwerk ist, die sogenannte Kernan-Symphonie, nicht vergessen. Zu diesem objektiv gesehen wahrscheinlich besten Soundtrack, den IMAscore oder irgendjemand sonst jemals gemacht hat, will ich nur kurz loswerden, dass er jede Stimmung, die diese Bahn verbreitet, perfekt einfängt und in der Attraktion selber auch krass auf die beste Art und Weise möglich genutzt wurde. Ich kenne das ganze Brett von vorne bis hinten auswendig und es ist trotzdem stellenweise noch schwer, keine krasse Gänsehaut zu bekommen, während man sich es durchhört. Für den Ride generell gilt, das Ganze ist nicht nur verdammt geil, sondern auch sehr, sehr einzigartig, beziehungsweise einfach weltweit nirgendwo anders zu finden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Analyse nahebringen, wie besonders und vor allem auch umfassend der ganze Kram einfach ist. Wie viele Gedanken sich da irgendjemand hintergemacht hat. Ich hoffe, daran denkt ihr das nächste Mal, wenn ihr Kernan nur auf die reine Fahrt reduziert. Im positiven oder im negativen Sinne. Denn für mich ist die Fahrt zum Beispiel nicht das geilste. Die Kräfte grenzen für mich stückweise ans Anstrengende und die Bahn ist einfach, wenn ich sie erlebe, nicht wirklich smooth. Ich weiß, heißes Thema, aber das ist nur meine Sicht der Dinge. Es hängt wahrscheinlich neben den Reihen auch vom Wetter und allen möglichen anderen Umständen ab. Allerdings denke ich, dass Kernan einfach eine sehr, sehr schnell alternde Achterbahn ist und mit der Zeit immer unfahrbarer sein wird. Ich denke, wir reden hier nicht von einer Achterbahn, die die nächsten 40 Jahre miterleben wird, sondern relativ früh wieder gehen muss. Leider. Ich kann von der Fahrt halten, was ich will, allerdings gibt es nun mal die große Storyline drumherum, welche ich absolut krankhaft finde und das hält die Bahn in einem sehr guten Licht bei mir. Gerade jetzt, nachdem ich mich nochmal zu viel mit der Bahn beschäftigt habe, um diese Analyse zu machen, ist es mir wieder klar geworden. Und um meine Lehrerin im Kunstleistungskurs zu zitieren, wir analysieren ein Kunstwerk nicht, um neue Dinge herauszufinden, sondern um für uns selber die Dinge genauer zu beobachten und rauszufinden, was eigentlich dahinter steckt. Und ich hoffe, ihr konntet Teil daran haben, während ich diese Analyse gemacht habe, denn sonst habe ich sehr viel Mühe für nichts verschwendet. Dieses Video ist ungefähr eine Stunde lang und entweder seid ihr eingepennt, habt durchgeskippt oder euch das tatsächlich bis hierhin gegeben, in jedem Fall Respekt. Vor allem, wenn ihr durchgeskippt habt. Ich hoffe, eure Zeit war es wert. Für mich ist der einzige Weg, dieser Achterbahn die Ehre zu erweisen, tatsächlich wirklich eine einstündige Analyse zu machen. Alles darunter wäre einfach nicht gerecht gewesen für den Aufwand, der sich hinter dieser Achterbahn befindet. Egal was passiert, schätzt dieses Ding wert, seid dankbar, dass es in Deutschland steht und dass ihr höchstwahrscheinlich eine Zeit miterleben durftet. Es ist immer noch das beeindruckendste menschengemachte Ding, was ich kenne, nach mir. Der Schwur des Kernan. Hüte dich vor seinem Bann.